Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um den Rückblick und die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Wir schauen uns gemeinsam mein Neuzugänge-Video aus dem März 2017 an und ich glaube, das war letztes Jahr tatsächlich der erste Monat unter 20 Büchern. Der Januar und der Februar war ja ein bisschen extremer letztes Jahr. Ich glaube auch in diesem Jahr. Ich weiß nicht, womit es zu tun hat, aber vielleicht ist das so, ja, dass man im Winter einfach mehr Bücher shoppt, als man braucht, als man liest. Wobei, kann man je genug Bücher gebrauchen? Nein. Aber darum geht es heute gar nicht. Und ja, wir gucken uns das jetzt einfach gemeinsam an und dann schauen wir mal, wie viele Bücher am Ende schon gelesen sind und warum vielleicht das ein oder andere Buch noch nicht gelesen ist, insofern es da natürlich eine Antwort gibt. Und ja, ich wünsche uns jetzt viel Spaß beim Schauen. Ah, da stehe ich also vor meiner Küchenwand in diesem wunderschönen Karibikblau. Ja, gefällt mir unglaublich gut, gefällt mir auch heute noch gut. Ja, das erste Buch ist das Buch Der Spiegel von E.O. Chirovici. Ein Buch, was ich im letzten Jahr sehr geliebt habe, was absolut ein Highlight war, was mir gut gefallen hat. Ein spannender Thriller, ja, oder Thriller-artiger Roman, der eben so ein bisschen verschiedene Blickwinkel auf scheinbar einen Mord belichtet. Und wir haben eben ein Tagebuch, das irgendwann endet und man weiß nicht so richtig, ist das nun passiert, ist das nur ein Buch, ist das ein Tagebuch und solche Fragen. Und ich fand den Stil unglaublich spannend, hatte mir sehr, sehr gut gefallen und habe ich auch noch in sehr positiver, spannender Erinnerung. Auch wenn ich jetzt gar nicht finde, dass das Cover so zur Story passt, finde ich es trotzdem irgendwie cool, so wenn ich es nochmal sehe. Bei E-Books ist ja so ein bisschen das Problem, dass man es nicht immer so vor Augen hat, wie ein Buch aussieht. Aber jetzt, wenn ich so sehe, denke ich, das Cover ist irgendwie cool, aber ob das so recht zur Story gepasst hat? Auch eingezogen ist Infernale 2 von Sophie Jordan. Hier hat mir ja sowohl der erste wie der zweite Teil sehr, sehr gut gefallen und ich mochte diese Art der Dystopie sehr gerne. Ich glaube, der zweite Teil war insgesamt ein bisschen schwächer als der erste, aber es ist ja so, dass man in dieser Dystopie das Mördergen hat. Also wenn man ja, spezielle Genkompositionen in sich trägt, dann ist man eben ja, im Grunde vielleicht irgendwie wann mal ein Mörder und trägt eben Aggression in sich und wird so ein bisschen ausgegrenzt aus der Umgebung. Und ich fand die Idee super gemacht, ich mochte die Umsetzung, ich fand den ersten Teil mega spannend und ich habe auch den zweiten, ich glaube so direkt nach Erhalt ziemlich gelesen und mochte auch den zweiten Teil sehr gerne. Ich weiß, gefühlt war er ein bisschen schwächer, aber so die ganze Reihe als eins betrachtet hat sie mir sehr gut gefallen. So auch Und jetzt lass uns tanzen von Karine Lambert, ein Buch, das eher untypisch ist, aber perfekt hier in diesem Fall zur Wand passt. Ja, wer konnte das ahnen? Ja, ein Buch, das ein bisschen ruhiger ist, was so um die Liebe im Alter geht. Also es treffen eben eine ältere Frau und ein älterer Mann aufeinander. Und ja, die wägen eben so ein bisschen ab, wie könnte das Leben so weitergehen. Und ja, entscheiden sich dann irgendwie vielleicht doch miteinander zu tanzen. Und es war ein sehr ruhiger Roman, ein sehr schöner, ein sehr atmosphärischer. Ich glaube, an mancher Stelle war es mir doch ein bisschen zu... ja, zu langweilig, weil wenn dann über Seiten hinweg über die gleichen Gefühle gesprochen werden, finde ich das manchmal ein bisschen ermüdend und nicht ganz so spektakulär, aber das muss das Buch auch gar nicht sein. Es war auf jeden Fall sehr gefühlsbetont und es hat ja einem so ein bisschen die Hoffnung gegeben, dass man eben auch im Alter durchaus noch lieben kann und sich verlieben kann und Schmetterlinge im Bauch haben kann und es sich gut gehen lassen kann. Eingezogen ist auch Water and Air von Laura Kneidel. Es war, glaube ich, das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Und hier geht es so ein bisschen um, ja, auch eine Dystopie, auch eine Jugendbuchdystopie. Und wir hatten ja hier irgendwie eine Welt eben unter dem Wasser in gewissen schutzatmosphärischen Räumen und eben auf dem Land. Und irgendwie, glaube ich, auch mit einer Liebesgeschichte. Und ich glaube, ich fand es gar nicht schlecht. Ich glaube, ich mochte die Geschichte ganz gerne. Ich bilde mir ein, mich zu erinnern, dass ich sie ein bisschen zu konstruiert fand und ich glaube nicht so ganz auch mit der Protagonistin klarkam, aber ich habe es gelesen, ich kann mich im Groben daran erinnern und ich weiß, dass es, glaube ich, auch tatsächlich bis dahin das einzige Buch von Laura Kneidel geblieben ist. Sie hat ja jetzt, glaube ich, eine neue Reihe so am Laufen, was so ein bisschen durch BookTube geistert, die mich aber nicht so anspricht, weil sie definitiv dazu zu New Adult-mäßig ist und das einfach nicht meins ist.
Aber hier, das habe ich ja in guter Erinnerung und glaube, dass mir das wirklich ganz gut gefallen hatte und ja, auch das Cover wirklich sehr schön ist. Aus dem Drachenmond Verlag ist dann Waterloo von Marion Hübinger bei mir eingezogen, auch ein wunderschönes Cover. Und ich habe so das Gefühl, Wasser und Land war irgendwie das dystopische Thema im letzten Jahr, weil auch hier geht es, soweit ich mich erinnere, um ja, Menschen, die sich entscheiden, ob sie eben auf so Inseln auf dem Wasser gehen oder eben an Land bleiben. Und dann gibt es irgendwelche Irrungen und Verwirrungen. Ich krieg's nicht mehr ganz so zusammen. Ich weiß, dass mir das auch ganz gut gefallen hat, dass ich die Welt mochte, dass ich den Gedanken mochte. Ich bin halt auch einfach in Dystopien, im Mädchen. Im Jugendbuch ist es manchmal schwer, mich zu packen, weil da gefühlt halt sehr viel sehr ähnlich ist, sehr ähnlich aufgebaut ist. Das klappt mit ja, erwachseneren oder älteren Jugendbüchern ein bisschen besser. Aber das habe ich in guter Erinnerung und ja, hat das Wasserthema, glaube ich, ganz gut aufgegriffen. Dann ist eingezogen China, wie wir es sehen, von Erik Lorenz als Herausgeber, ebenfalls im Drachenmond Verlag. Und ich mag die Reihe von Erik Lorenz sehr, sehr gerne. Ich mag auch, wie er ja den Blick auf die Welt richtet. Ich habe aus der Reihe auch schon Indien gelesen und Australien. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, China war das zweite Buch, was ich gelesen hatte aus dieser Reihe. Und hier sind eben Geschichten gesammelt von Einheimischen, von Touristen, von Leuten, die ausgewandert sind, von Leuten, die eingewandert sind. Und das alles so als buntes Potpourri. Und sie betrachten eben dieses Land jeweils aus ihren eigenen Augen. Und natürlich jeder mit einem Fokus auf etwas anderes. Und ich fand eben China sehr interessant, sehr spannend und habe auch hier diese Art Kurzgeschichten, diese kurzen Einblicke sehr genossen und man kann sich da wirklich sehr gut dann so in das Land so ein bisschen hineinversetzen in die Menschen und das hat mir wirklich gut gefallen. Dann ist der neue Fitzek bei mir eingezogen. Es gab im letzten Jahr ja 2 Fitzeks und Achtnacht war der Fitzek, der eben Anfang des Jahres im März eben erschienen ist. Ich glaube auch so kurz nach der Buchmesse, wenn ich mich nicht irre. Und hier geht es eben darum, dass am 8.8. um 8.08 Uhr läuft eine Art ja, Spiel. Man konnte Leute nominieren, die an diesem Abend dann eben gejagt werden und eben zum Abschluss freigegeben sind. Und ja, Fitzek hat hier schon einen, wie ich fand, sehr gelungenen Thriller geschrieben. Eine tolle Idee, die viele ja an diese Filmreihe The Purge erinnern, die ich immer noch nicht gesehen habe. Dabei hatte ich mir das nach dem Buch vorgenommen. Er auch sagt, dass er sich hat inspirieren lassen von dieser Geschichte. Er legt aber seinen Fokus, finde ich, auf ganz andere Dinge, auch als ich mich dann so mit Leuten, über die das Buch unterhalten habe, die den Film kennen, die dann gesagt haben, ja, im Film liegt die Aufmerksamkeit eher da, da, da. Und im Buch ist das definitiv ein bisschen anders und ich mochte die Geschichte gern. Ich glaube, ich habe die auch so Page-Turner-mäßig recht schnell weggesuchtet und ja, das war auf jeden Fall der bessere der beiden Fitzeks aus dem letzten Jahr, der mir wirklich ja, gut gefallen hat und ich auch noch in spannender, interessanter Erinnerung habe. Und ja. Dann ist von Riley und Brandt Jack bei mir eingezogen. Das habe ich zusammen mit der lieben Paddy und dem lieben Thorsten gelesen. Hier haben wir eine Art Zeitreisefirma, die eben irgendwie feststellt, wie das funktioniert, dass man in die Zeit reisen kann und wie der Titel verrät, sind wir auf der Suche nach Jack the Ripper. Super spannend, toll erzählt. Das Buch hat ja gar nicht so gute Rezensionen, was uns drei sehr gewundert hat. Und ich mochte das Buch wirklich gerne. Ich fand es spannend, erzählerisch gut gemacht. Und ich fand auch so diese Auflösungen, Wendungen mega interessant. Und seitdem wir das gelesen haben, haben wir uns auch vorgenommen, das nächste Buch von den beiden zu lesen, Operation JFK. Und ja, das ist jetzt just im Februar bei mir eingezogen und ich denke mal, dass wir das auf jeden Fall noch im März unterbekommen, dann auch zu lesen, sodass dann wir das vielleicht so im jährlichen Rhythmus weiterlesen können. Aber ein Buch, das mir gut gefallen hat. Dann ist ein Bildband von Robbie Williams bei mir eingezogen, You Know Me, ja, der mir geschenkt wurde. Und oder über ja, geschenkt wurde. Und ich habe da drin schon immer mal rumgeblättert. Ich finde halt, in dem Bildband kann man so schlecht lesen. Ich finde den aber ganz spannend gestaltet, weil der wirklich so verschiedene Etappen in seinem Leben zeigt. Und ich meine, der Mann ist jetzt 44 und ich weiß nicht, 25 Jahre begleiten wir ihn gefühlt. Ja, ne, kommt das in etwa hin? Das wird gar nicht reichen. Ja, es könnten schon 28 Jahre sein. Oh. Ja, naja, war 16, 17, ne, denke ich so. Und ja, meine Güte, so lange kenne ich den schon.
Da merkt man dann, wie alt man selbst so ist. Na, aber das ist auf jeden Fall was, was mir auch gut gefällt. Ich mag Bildbände zwischendurch immer mal ganz gerne, aber ich finde, dass man dafür besondere Zeit braucht und eine besondere Stimmung sein muss, damit man das wirklich komplett genießen kann. Von Stephanie Garber habe ich dann Caraval erhalten und auch schon gelesen. Ein Buch, das mich überraschenderweise sehr, sehr begeistert hat, das mich auch sehr gepackt hat. Diese Idee mit, dass man da eine Art Zirkus hat und ich glaube so zwei Prinzessinnen-Töchter, die einen ganz bösen Vater haben und die sich dann eben ein Los ergattern in dieses Spiel. Es ist, glaube ich, nicht direkt ein Zirkus, aber es war halt sehr düster, es war sehr dunkel, es war ein bisschen bösartig. Und wir haben hier eben diese Schwestern, wo man auch nicht so richtig weiß, was man davon halten soll. Und ich mochte den Schreibstil, ich mochte diese erschaffene Welt, die mir auch heute noch so ein bisschen bildlich vor Augen ist, wenn ich so darüber spreche und mir denke, ah, da war ja das und das und das. Aber so, ja, es ist jetzt nichts, was komplett im Kopf hängen geblieben ist, aber es war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, es soll ja auch noch ein zweiter Teil folgen. Soweit ich mich erinnere, gab es den im Englischen noch nicht. Dementsprechend dauert natürlich dann auch immer die deutsche Übersetzung etwas, aber das war auf jeden Fall auch ein Jugendbuch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Dann ist ein Hörbuch bei mir eingezogen, Das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen von Sarah J. Maas. Und ja, ich bin natürlich von der Autorin angefixt worden. BookTube hat gefühlt zu dieser Zeit nur über diese Autorin gesprochen. Und es war mein erstes Buch von ihr. Ich habe auch die Throne of Glass Reihe noch nicht gelesen, obwohl ich den ersten Band auf dem Sub habe. Ja, ich habe das gehört und fand das tatsächlich auch sehr spannend. Mir hat wirklich so die erste Hälfte der Geschichte unglaublich gut gefallen. Die ganze Welt, die erschaffen wurde. Und dass wir hier eben eine Tochter von einem ehemals reichen Kaufmann haben, die auf die Jagd geht und dort dann, ich glaube, halt jemand, also ein Tier an und für sich erschießt, das sich aber dann herausstellt, dass das ja ein Wesen aus dieser anderen Welt ist und sie dann eben ja zur Strafe mit muss. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich persönlich bin aber kein Freund von der Wendung, die so nach hinten raus passiert ist und von dieser ominösen, sehr merkwürdigen Liebesgeschichte. Und ich habe dann tatsächlich auch noch nicht zum zweiten gegriffen. Also erstes gehört, aber es zieht mich nicht zum zweiten oder gar dritten Band, der jetzt, glaube ich, erscheint. Dann habe ich das neue Buch von der lieben Michelle Schrenk gelesen, Himmel ohne Sterne. Hier auch wieder ein wunderschönes Cover. Und ich bin einfach ein Fan von den Büchern von der lieben Michelle. Die sind immer sehr emotional, sehr gefühlsbetont. Sie sind so aus dem Leben gegriffen. Es sind normale Menschen. Man hat das Gefühl, man kennt die und man ist so Teil dieser Geschichte, Teil dieser Welt, Teil dieser Erzählung. Und auch in dieser Geschichte hat mir das wieder sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, man kann da immer eintauchen. Es sind auch keine zu langen Geschichten und man taucht eben so für 2 Stunden in diese Geschichte ein und man ist Teil davon und man hat unglaublich viel Gefühl. Man lacht, man weint, man hat so gefühlt alles, man hat Gänsehautmomente und ja, auch hier, und das war auf jeden Fall auch ein sehr gelungenes Buch von ihr. Ja, Marthas Widerstand von Carrie Drury habe ich sehr gemocht und freue mich jetzt auch schon auf den zweiten Teil, der schon bei mir eingezogen ist, ebenfalls als E-Book. Hier haben wir dieses Phänomen, dass wir hier in einer Welt sind, wo darüber abgestimmt wird, ob ein Täter schuldig ist oder nicht schuldig ist. Und wir begleiten eben Martha so von Zelle zu Zelle zu Zelle bis zur Endzelle sozusagen und hinterfragen dieses ganze System, hinterfragen die Politik dahinter, hinterfragen das, wer darf anrufen, wie funktioniert das. Und das auf eine sehr spannende und packende Weise. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich wusste vorher nicht, dass es eine Reihe sein wird. Ich dachte, dass das eine Art Dystopie ist. Ja, es ist ja nicht ganz eine Dystopie, aber es geht in die Richtung, dass ich dachte, das ist ein Einzelband. War dann doch am Ende sehr überrascht, als ich dachte, huch, ein böser Cliffhanger. Und ja, so bei der Recherche habe ich dann schon gesehen, okay, im Englischen gab es, glaube ich, schon den zweiten Teil. Und der ist jetzt eben auch, oder ist jetzt im Februar, März erschienen. Und ich habe ihn als E-Book auch schon hier und freue mich auch sehr, sehr darauf. So auch auf Ein Thron aus Knochen und Schatten von der lieben Laura Labers. Ein Buch, das ich großartig fand. Ich mag diese ganze Reihe von Laura Labers. Ich finde, sie schreibt immer sehr fantasievoll und sie bringt es rüber,
diese Welt, die so düster, dunkel, brutal ist, wirklich lebendig werden zu lassen. Und sie taucht im Kopf aus. Und wir haben hier eben ja auch eine ganz starke Protagonistin, die genau weiß, was sie will, sehr tough ist, aber eben nicht in so eine Extreme, dass man sie nicht mehr leiten kann, sondern wirklich mit der man mitfiebert und natürlich auch so ein bisschen Love Story und allein dieses Cover. Auch der dritte Teil erscheint jetzt im März und auch auf den freue ich mich schon sehr. Das schließt dann die Reihe ab, was ich sehr, sehr schade finde, aber ich freue mich wirklich sehr auf dieses Buch und habe den zweiten Band auch sehr gemocht. Das Teufelsgebetbuch von Markus Heitz ist das erste tatsächlich, was ich noch nicht gelesen habe. Ich hatte es angelesen, es hat mich nicht direkt packen können und ich glaube, seitdem ist es verschollen bei einem guten Freund von mir. Ja, ich glaube, den werde ich mal daran erinnern, dass er das noch hat und werde mir das mal wiedergeben lassen. Aber ich glaube auch nicht, dass es so ganz meins ist. Es geht ja hier auch irgendwie um ein Kartenspiel und ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Markus Heitz ist ja bekannt für seine sehr dunkle Fantasy und ja, ich mag manche Bücher von ihm ganz gerne. Gerade zum Beispiel Vedora fand ich ja großartig und ich habe jetzt auch noch ein oder zwei Bücher oder zwei oder drei von ihm auf dem Sub. Hier habe ich aber wirklich reingelesen und so gedacht, ach, irgendwie packt dich die Thematik nicht so richtig und habe es dann eben wieder beiseite gelegt, bis es ein guter Freund gesehen hat und gesagt, oh, der neue Markus Heitz, den nehme ich mit. Ja, mach das und ich glaube, er fand das tatsächlich auch ganz gut und wo ich es jetzt so sehe, denke ich mir, da könnte ich ihn mal wieder dran erinnern und ja, dementsprechend das erste Buch bisher, was ich nicht gelesen habe. Das kleine Buch von Georgia Martin, Witz und Weisheiten des Tyrion Lannister, habe ich gelesen, fand ich tatsächlich nur ganz okay, denn es ist wirklich nur eine Sammlung aus Zitaten von ja, Tyrion Lannister, den ich zwar sehr, sehr gerne mag, ich es aber ein bisschen schade fand, wie das Buch aufgebaut war, sodass man zwar so Sätze hingeknallt bekommen hat, aber nicht wusste, in welcher Situation hat er die gesagt. Ich glaube, es stand noch der deutsche Buchband dazu, was mir als Englischbücherleser in dem Fall nicht viel gebracht hat, weil ich ja gar nicht so richtig weiß, welcher Band gehört im Deutschen zu welchem Englischen. Wenn ihr versteht, das ist ja so aufgeteilt worden, dass es ja im Deutschen aktuell 10 Teile gibt, im Englischen 5. Ich fand es ganz okay, ich mochte so diese Sammlung, ich glaube aber, dass es wirklich eher was für so Hardcore-Fans sind, die eben gern alle Bücher rund um diese Welt bei sich im Regal stehen haben. Ich glaube, lesetechnisch muss man es nicht gelesen haben. Die New York Diaries Phoebe war das, glaube ich, der dritte Teil, ja, von Ellie Taylor, also von Anne Freitag. Ja, und den mochte ich auch unglaublich gerne. Ich mag diese ganze New York Diaries-Reihe sehr, sehr gerne lesen und ich bin wirklich ein Fan von diesen beiden Autoren, von Anne Freitag und Adriana Popescu, die hier eben unter Pseudonym geschrieben haben. Und ich mochte das New York-Feeling, dieses Nights-Building, in dem eben verschiedene Frauen leben, deren Geschichten wir jetzt so ein bisschen kennenlernen. Und die natürlich auch untereinander so ein bisschen eine Rolle spielen. Und ich hatte viel Spaß mit den New York Diaries und mag auch so diese blaue Atmosphäre, die der dritte Band hat. Und es gibt ja auch zu jedem Buch noch eine Playlist auf Spotify, die man sich dann anhören konnte. Und finde ich einfach großartig. Ich mochte die vier Teile. Man sollte sich nicht vom Cover abschrecken lassen. Es hat nichts mit New Adult oder Erotik zu tun, ganz im Gegenteil. Sonst würde ich diese Reihe nicht so feiern und mir hat sie wirklich gut gefallen. Und ich bin wirklich ein kleiner Fan dieser Reihe und ich glaube, dass das durchaus Bücher sind, zu denen man auch noch ein zweites und drittes Mal greift. Und dann war ja im März, wie es auch in diesem Jahr sein wird, die Buchmesse und ich habe mir ein Andenken gekauft. Und zwar Jonah von Laura Newman. Jetzt, ja, könnte man sich fragen, Steffi, das hast du doch Test gelesen? Ja, tatsächlich. Und ich habe es eben auch nur als E-Book hier und wollte aber gerade mein Lieblingsbuch von Laura Newman, auch ein Buch, was definitiv so zu den 15 Highlight-Büchern meines Lebens gehört, wollte ich unbedingt dann auch im Regal haben und ganz Fangirl-mäßig habe ich mir das auch signieren lassen auf der Messe und bin Fangirlt sozusagen zu Laura gelaufen und ja, wir hatten da auf jeden Fall unseren Spaß. Ich habe es noch nicht gereadet, also das ja, ist noch nicht gelesen, aber Jonah selbst kenne ich natürlich und ich glaube, dass es dieses Jahr im Sommer auf jeden Fall mal Zeit wird, das im Garten zu lesen. Also ich werte es als gelesen, aber ja, natürlich noch nicht in dieser Form, weil es ja eher ein Buch war, was ich ja halt nachgekauft habe. Und ja, das waren sie jetzt auch schon, die 18 Bücher aus dem März.
Und ich bin doch ganz fasziniert, dass es im Grunde ja nur ein Buch war, das ich noch nicht gelesen habe, das ich angelesen habe, also das von Markus Heitz. Der Bildband von Robbie so halb gelesen und Jonah gelesen, aber die Ausgabe nicht. Also da kann man jetzt natürlich so ein bisschen werten, wie man möchte. Theoretisch würde ich jetzt tatsächlich nur das Markus Heitz Buch als nicht gelesen werten. Und ich muss sagen, ich finde das tatsächlich einen ganz guten Schnitt für die Filmbücher im März, dass die schon gefühlt weg sind, weil es sind ja noch Bücher aus Januar und Februar durchaus übrig. Wo man sich jetzt fragen könnte, warum? Diese Frage stellen wir uns aber gar nicht. Ich hoffe, ihr hattet diesmal wieder Spaß mit diesem Format. Ich gucke mir das unglaublich gerne so im Nachgang auch nochmal an. Was habe ich mir da zugelegt? Welche Bücher sind eingezogen? Und ja, hoffe, dass es euch auch gut gefällt. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr so Listen führt, wie ihr euren Sub im Grunde im Auge behaltet. Ob ihr das überhaupt tut oder ob euch das komplett egal ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und natürlich euch auch, wie euch das Format so gefällt. Und ich wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.